Mag sein, dass er nicht so aussieht, aber der Mann ist ein Frauentyp. Und wenn Bruno ganz nur will, dann kriegt er sie auch alle, sofern er sie nicht schon lange hat. Deine Haare sind ganz weiß geworden. Das darf sein Haar auch. Schließlich ist Bruno Ganz seit heute 70. Aber egal, ob er obenrum weiß, grau oder fast gar nichts trägt, im Alter scheint er mehr denn je zu sein, was er in seinem 50 Jahre währenden Schauspielerleben immer schon war. Der Melancholiker, der traurige Komödiant unter den tragischen Helden, den Liebhabern und Ehemännern. Das ist nur einer von vielen Gründen, warum ich dich liebe. Nach 35 Jahren genauso wie am ersten Tag. Bruno Ganz, Schweizer und seit Ewigkeiten sowohl Wahl-Germaner als auch Wahl-Italiener, kommt als 19-Jähriger aus einfachsten Verhältnissen, als er seinen ersten Film dreht mit Mitte 40. Und durch Wim Wenders, Der Himmel über Berlin, wird er zur Institution, vor allem für Cineasten. Seine Rolle jedoch als Adolf Hitler in Der Untergang macht ihn zum lebenden Denkmal für Kinoverrückte und für die breite Masse. Eine Entscheidung herbeiführen oder untergehen. Er wird ganz menschlich und das ihn menschlich zu zeigen und dann zu sehen, was der für Gräueltaten macht, das finde ich noch so viel gruseliger und so wichtig zu zeigen. Nachdem ich gehört habe, dass das über 4 Millionen Leute gesehen haben, hat es doch eine beträchtliche Anzahl Menschen gesehen und insofern freue ich mich darüber. Also dass ich nicht für etwas bekommen habe, was nicht gesehen worden ist. Am Oscar hingegen schrammt Der Untergang und damit Bruno Ganz haarscharf vorbei. Was den Ruhm dieses Mannes mitnichten schmälert, sagt einer, der dieser Tage zusammen mit Bruno Ganz in Unknown Identity im Kino zu sehen ist. Brisant hat ihn heute Nachmittag kurz vor einer Lesung in Ingolstadt getroffen. Er ist ein schüchterner Mensch, er zeigt sich nicht auf den ersten Blick. Er hat eine eigene Welt, in der er sich bewegt und die er auch nicht jedem preisgibt. Und er kniet sich sehr in diese Rollen rein, nimmt er sehr, sehr ernst und hat eine Präsenz, die ungeheuer ist und geht mit Sprache um, wie kaum ein anderer. Bestätigt auch eine nicht weniger berühmte Kollegin, die Bruno Ganz vor kurzem für einen gemeinsamen Film noch näher sein durfte. Wir haben uns gesehen und man nennt das vielleicht Chemie, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall die Formel, vielmehr diese Chemieformel hat bei uns gepasst. Ein stiller, ein trauriger Film über einen Mann, der verschlossen ist, nur wenige Menschen an sich heranlässt, einer, der sich lieber in sich zurückzieht. Willst du noch mit mir zusammenbleiben? Ebenso wie Bruno Ganz.